Also ich heiße Christine Kaufmann, ich bin 68, ja, 68,5. In diesem Alter spielt jeder Monat eine Rolle. Also ich bin 68,5 Jahre alt und benutze eben dieses Pflegesystem eigentlich schon seitdem ich 18 bin, mit dem Vorteil, dass ich nicht geliftet bin, nicht gebotoxt und nicht aufgespritzt. Und ich glaube, dass das Geheimnis einer richtig guten Pflege eben ein System ist, das mehr tut als die Oberfläche der Hautpflege. Also die Haut, ich schreibe ja auch Bücher zu dem Thema und gerade schreibe ich in einem Buch, das heißt Lebenslust. Und da kommt man nochmal auf alle Dinge, die man vielleicht fast vergessen hat, nämlich wieso unser System funktioniert. Also dieses Christine Kaufmann Pflegesystem, weil es tiefer geht, als die Oberfläche der Haut zu behandeln. Wir bestehen ja aus, also die Oberhaut ist praktisch das, wo sich alles zeigt, wo man sich ärgert, wenn man rot wird, wenn der Stoffwechsel nicht funktioniert, über Pickel, rote Flecken, eingefallen sein und so weiter. Und warum hilft mein System und unser tägliches Ritual in verschiedenen Ebenen der Haut, also das heißt Oberhaut und wir haben auch Bindegewebe, Muskeln, warum hilft das alles? Und Durchblutung, eine österreichische Hautärztin hat gesagt, Frau Kaufmann, Schönheit ist eine Frage der Durchblutung und in diesem Sinne durchbluten wir auch. Wir fangen also an mit dem Öl, also wir haben das berühmte Aquaöl. Ich mache das jetzt nicht vor, weil sonst das ganze tolle Make-up weg ist, aber es gibt ja auch Sendungen oder kleine Blogs, wo man es sehen kann. Also wir fangen mit dem Aquaöl an. Dieses Öl ist ein reichhaltiges Öl mit der Möglichkeit, es sich mit dem Wasser, es verbindet sich mit dem Wasser. Das ist sehr wichtig, weil es gibt Ölkonsistenzen, wo man die Haut reinigt. Also der Grund, warum man überhaupt Öl verwendet, ist, weil Öl optimal Schmutz auflösen kann, ohne die Haut auszutrocknen. Und weil wir ein Waschritual haben, das sich später mit warmem Wasser verbindet, brauchen wir ein Öl, das sehr, sehr intensiv reinigt, das man auch am Hals verwenden kann. Wimperntusche, Lippenstift, alles geht weg. Und ist eben auch, es wird sehr, sehr angenehm von Männern empfunden, die ja Barthaare haben, weil wir mit dem Öl einfach alles schön reinigen und aufweichen. Das heißt, das Öl saugt den Schmutz auf. Schritt 2 ist unser Waschgel. Das ist ein wunderbares Produkt. Übrigens sind die ganzen Gerüche auch danach ausgerichtet, dass man sich wohlfühlt. Weil das ist natürlich der ganze Sinn dieses Rituals, ist, dass wir natürlich die Haut pflegen, aber den ganzen Menschen dazu, also uns ganz pflegen. So, das ist also Schritt 1 ist Öl. Schritt 2 ist das Waschgel, das übrigens ganz, ganz toll riecht, unter anderem auch nach Lavendel, was uns beruhigt. Ah, schade, dass Sie es nicht riechen können. Ja gut, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall ist es also Schritt 2 und was Sie zu Hause machen, Sie füllen das Waschbecken mit möglichst schönem, klaren, sauberen Wasser. Das ist natürlich in Österreich und in Bayern besonders leicht, aber Sie können auch gewisse Zusätze geben. Es gibt also gewisse Zusätze beim Wasser, dass man das Wasser noch besser macht. Also in Bayern brauchen wir das nicht, weil das Wasser so toll ist. Und was wir machen, ist, dass wir eine Schaumölmaske machen, in der Gesicht und Hals und alles aufgeschäumt wird und dann gespült. 30 Mal mit möglichst heißem Wasser. Das heiße Wasser hat eben einen sehr interessanten Sinn. Sie wissen, also Durchblutung, alt werden heißt schlecht durchblutet sein oder auch schlechtes Blut haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns gut ernähren. Das sage ich immer, ist immer die Kosmetik ist, bei, wenn es vier Beine gibt, also wie ein Tisch mit vier Beinen, ist ein Bein der Schönheit oder des Wohlbefindens, ist die Kosmetik. Also wir haben eben Öl, Himalaya Waschgel oder unser Purifying Wash Gel, wie es auf Englisch heißt, und haben eben das Waschbecken mit dem schönen, klaren Wasser. Und dann spülen wir das Gesicht und den ganzen Schmutz ab, 30 bis 90 Mal. Warum so lange? Ja? Erstmal wird die Haut mit dem Wasser optimal gereinigt, aber auch durchfeuchtet. Und mit dieser Durchfeuchtung bereiten wir die Haut sehr, sehr gut auf den nächsten Schritt, nämlich unsere Feuchtigkeitscreme, die bei uns entweder Energizing ist, oder mit Arganöl, Smoothing Cream.
Warum zwei verschiedene Cremes, das werde ich gleich erklären. Aber sehr wichtig ist, wenn Sie faltig sind und trockene Haut haben, sollten Sie auf keinen Fall nur Fett auftragen. Sehr, sehr wichtig ist die Feuchtigkeit. Wir müssen sich vorstellen, wir bestehen hier aus lauter Zellen und dieses warme Spülen der Haut hat eben eine Durchblutung auch. Hat eben auch eine Auswirkung auf die Muskulatur und die Faszien. Ja, toll, tolles Wort, gell? Also Faszien, das erkläre ich in meinem Buch Lebenslust. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, um das alles zu erklären. Aber Faszien sind wirklich die geheimen Wächter der Schönheit. Und durch das warme Wasser entspannen wir und sorgen wir dafür, dass in der Tiefe der Lebensfluss, was die Chinesen Qi nennen, also dass das angeregt wird und dass das Gesicht dann entspannt ist und schön und bereit für eine wunderbare Creme. Ich muss jetzt mal sehen, dass ich nicht zu eher ächze und stöhne vor Vergnügen, weil die Cremes so toll riechen. Wir haben also wirklich wunderbare Cremes, die absolut helfen, also die ohnehin schon durchfeuchtete Haut nochmal anzureichern. Was ist eigentlich eine Creme? Eine Creme kann auch nie in die Tiefe des Gesichtes gehen. Die Creme wird immer an der Oberfläche und eben dafür sorgen, dass diese Oberfläche optimal geschützt ist, sodass die Zellen drunter sich optimal erneuern können. Oh mein Gott, riecht die gut. Das ist wirklich ganz toll. Nicht den Hals vergessen. Also der Hals und die Hände und die Augen haben ungefähr die gleiche Art von Haut, nämlich ziemlich dünn. Und warum ist die Haut dort so dünn? Weil wir uns bewegen. Also überall, wo die Haut beweglich sein muss, ist sie sehr dünn und muss extra gepflegt werden. Also wir haben dann die Feuchtigkeit aufgetragen und jetzt kommt der letzte Schritt, ist eine Fettcreme. Wir versiegeln damit die Feuchtigkeit, das müssen Sie sich vorstellen, also wir haben gereinigt, durchblutet, genährt und so weiter. Dann kommt die Feuchtigkeitscreme drauf und am Schluss kommt eben unsere Versiegelungscreme, aber nicht überall. Wir brauchen sie nicht überall. Wie gesagt, also ich benutze sie hauptsächlich hier, um den Mund herum, am Hals und Hände. Und wenn es sehr, sehr kalt ist im Winter, können Sie unsere Macadamia-Creme natürlich aufs ganze Gesicht geben. Kinder mögen es auch besonders gern, weil es eben diesen Schutz, das ist so wie ein flüssiges Schild, Ihre Rüstung, wenn man so will. Und diese Rüstung muss optimal gewartet werden. Das ist also unser Basisprodukt. Und es gibt hier drin, das möchte ich gerne zeigen, weil es eine Idee von mir war, ein lateinischer Spruch. Und zwar heißt, übersetzt, heißt dieser Spruch, glücklich ist, wer es versteht, Zusammenhänge zu erkennen. Und das hat für uns, also bei der Kosmetik, spielt es eine große Rolle, weil sehr viele Frauen, das habe ich auch in all meinen Büchern geschrieben, also man wacht auf verquollen und denkt, jetzt muss die Augencreme helfen. Aber die Augencreme allein kann nur einen kleinen Teil machen. Es geht darum, dass wir haben unseren eigenen Körperplaneten und wir warten mit der Kosmetik einige obere Schichten dieses Planeten. Das ist wie ein Garten oder wie Bäume. Gut, die Haare sind wie Bäume, das ist wieder was anderes. Aber wir warten mit dieser Produktlinie sozusagen die Oberfläche unseres Gesichtes, wobei durch die warme Waschung auch die Muskulatur weich gemacht wird, die Faszien durchblutet werden. Und wir arbeiten also einfach ein bisschen tiefer als nur an der Oberfläche der Haut. So, das wäre es zu unserer Klassikpflege. Jetzt haben wir hier meine ganzen Produkte. Genau. Immer wenn meine Enkel kommen, muss ich aufpassen, weil er immer so alles kriegt Beine. Wir haben noch ein paar zusätzliche Produkte entwickelt, die jetzt also auf spezielle Bedürfnisse eingehen. Aber wenn Sie sparen möchten, wie wir alle eigentlich im Moment, alle netten Leute sind jetzt ein bisschen ärmer als vorher. Nur die schlechten Menschen sind richtig reich. Das war wahrscheinlich schon immer so. Aber gut, auf jeden Fall. In diesem Sinne möchte ich sagen, dass wir besondere Produkte haben, wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen etwas Zusätzliches. Meinetwegen um die Weihnachtszeit, wo wir eben zusätzlich gestresst werden. Und eigentlich sind ja alle Schönheitsprobleme Stressprobleme. Das heißt, der Körper hat nicht mehr genug Nährstoffe, zum Beispiel würde ich Ihnen empfehlen, Weihnachten auf jeden Fall ein bisschen Magnesium zusätzlich zu nehmen oder auch Zink, wenn man Alkohol trinkt, also immer so kleine Dosen, die können Sie mit einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin oder einem Arzt, der ganzheitlich behandelt, können Sie das alles besprechen.
Jetzt nochmal zu unseren zusätzlichen Produkten. Wir haben eine wunderbare Augencreme, die ist auch so süß verpackt. Ich liebe das. Wir haben also versucht, die Verpackung so pure und aufs Maximum zu reduzieren. Wir haben eine Augencreme. Sie können ja bei mir sehen. Natürlich hat man Augenfalten. Zeige ich Fältchen, ja. Das muss auch sein. Ich finde, mit 68 habe ich mir ein paar Fältchen verdient, auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich nicht, dass sie zu viel werden. Und warum die Augenfältchen? Das heißt, dass diese feine, trockene Haut einfach besonders behandelt werden muss. Und dafür haben wir eben eine fantastische Augencreme, die man auch zwischendurch immer auftragen kann. Also Sie können sie praktisch auch... Ich habe jetzt nicht viel Make-up drauf. Wissen Sie, mit Make-up ist es so... Wenn man jung ist, braucht man keins und wenn man alt ist, darf man nicht zu viel verwenden. Das ist sozusagen das Fazit. Ah, wunderbar. Auch auf die Lippen. Ganz, ganz toll. Also wir haben diese Augencreme, für die ich sehr, sehr schwärme. Ich mache sie zu. Eines unserer neuen Produkte ist ja, All Over Body Cream. Ja, also wir haben Ginger. Ah, Ingwer. Wissen Sie, Ingwer ist ein ganz tolles Produkt. Und dieses, wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, bis wir es fertig hatten. Das hat eine fantastische Struktur. Das ist ein Produkt, das ganz, ganz schnell einzieht. Und ich habe den Eindruck, dass es auch wirklich schnell wirkt. Also schnell wirken bei einer Körpercreme ist das die Haut, die sonst manchmal aussieht, als ob man eine Krokodilhaut hat, also mit lauter kleinen trockenen Schüppchen und so weiter. Dass das sofort weggeht, aber dass der Geruch, was ja im limbischen System eine unglaubliche Wirkung hat, also dieser Geruch ist ganz, ganz toll. Das heißt, man fühlt sich sofort angeknipst, wie man heutzutage sagt. Noch ein Aquaöl, das Aquaöl haben wir schon. Ich würde gerne auf unser, ja, die, also wir haben verschiedene Serien, ja. Die Serien, wenn man sagt, ja, wieso haben Sie denn mehr als ein Produkt? Das ist, weil die Haut sich am besten regenerieren kann. Wenn, wir haben unser Basissystem und wenn Sie ein bisschen wechseln, weil die Haut manchmal verschieden, also mit verschiedenen Sachen, das ist so ein bisschen wie Essen. Sie wollen ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. Und deswegen sind unsere verschiedenen Produkte, also wir haben Macadamia Fluid, was ganz, ganz toll ist, kann man schön dick am Hals auftragen und auch auf der Oberfläche der Hände, auch um die Augen. Fast alle Produkte von uns gehen auch um die Augen. Es ist wirklich ein ganz, ganz schönes, Banana Peeling, auch ein tolles Produkt. Also jetzt mal speziell, wenn wir über Weihnachten und die ganzen Feste, ziehe mich jetzt nicht ganz aus, aber nur ein bisschen hier, Dekolleté. Sehen Sie, selbst wenn ich geliftet wäre, also hier könnte man sich nicht liften lassen. Und ich werde jetzt bald 69, das auf Englisch heißt es Pushing 70. Und wenn Sie alles schön pflegen möchten, dann brauchen Sie die Fluids. Vor allen Dingen die Fluids, weil hier will man nicht zu viel Fettcreme haben. Das muss nicht sein. Ein ganz, ganz tolles Produkt ist unser Peeling, das ist ein Zuckerpeeling, Crème Brûlée, was einen fantastischen Geruch hat. Also, wenn Sie jetzt wirklich genervt sind und überhaupt keine Lust haben, dass Gäste kommen und so weiter, dann sperren Sie sich einfach 20 Minuten ins Bad und schreiben Sie rein auf die Wand. Vorsicht, bissige Hausfrau. Oder in meinem Fall, Vorsicht, bissige Großmutter oder Urgroßmutter seit kurzer Zeit. Also, wir haben die Crème Brûlée, das ist ein Sugar Scrub, wo wirklich trockene Haut, also gerade so an den Ellbogen, an den Beinen, an den Füßen, aber auch am Hals. Sie können das ganz sanft peelen. Ich mache das in der Badewanne und setze mich dann in die Badewanne und dann verteilen sich diese Produkte im Badewasser und es ist ganz wunderbar. Und danach Ginger. Sie werden allerdings ganz verführerisch riechen. Bedenken Sie das. Das ist also, ja, das ist eigentlich alles. Also wir haben noch mehr Produkte, aber es ist eigentlich alles, was ich jetzt so im Spätherbst 2013 sagen wollte und erklären wollte, was es mit unserem Produkt auf sich hat, dass es eben nicht nur die Haut pflegt, sondern unser ganzes Wesen, dass es die Befindlichkeit ins Lot bringt, weil in der Mitte stärkt die Kraft, steht die Kraft, es ist immer aus der Mitte heraus alles, weil sonst verliert man sich. Und ich denke, dass meine Kosmetik mir auf jeden Fall geholfen hat und ich habe ein sehr turbulentes, eigenartiges Leben gehabt.
jetzt eigentlich glücklicher denn je zu sein und mich immer mehr in der Mitte zu fühlen. Ich hoffe, dass die Kosmetik auch Ihnen hilft, jeden Tag die neue Chance zu ergreifen. Jeder Tag ist eine neue Chance, um zu üben, dass man mit Lebenslust die Schwierigkeiten des Lebens einfach auflöst oder gut mit ihnen umgeht. Das wär's. Danke.